Mein Name ist Bernhard Ruchti und dies ist der zweite Teil meiner Einführung in meine Aufnahme der Fantasie und Fuge über Ad nos ad salutarem undam für Orgel von Franz Liszt. In diesem zweiten Teil wird es um das Stück selber gehen, um seine Komposition und dann auch seine berühmte Aufführung im Merseburger Dom. Das Thema des Stückes Ad nos ad salutarem undam ist entnommen aus einer Oper, und zwar einer Oper von Jacopo Meyerbeer, Le Prophet, aus dem Jahr 1849. Es ist eine der populärsten Opern, die es überhaupt gibt. Die Premiere im Frühjahr 1849 war ein unglaublicher Erfolg. Und die Geschichte der Oper nachher in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist beispiellos eigentlich in der Geschichte der Oper. Und man kann wirklich sagen, dass das die am meisten aufgeführte Oper des 19. Jahrhunderts ist. Ich habe hier eine schöne Erstausgabe des Klavierauszuges dieses Werkes, wie man hier sehen kann. Und da finden wir gleich zu Beginn der Oper diesen choralhaften Teil, den Liszt dann eben für seine Komposition verwendet. Die Wiedertäufer singen dieses Stück an der Stelle und machen das auch im Verlauf der Oper mehrere Male wieder, um sozusagen Werbung für ihre Bewegung zu machen. Und das klingt so. Aus dieser choralhaften Melodie schafft also Franz Liszt dieses Orgelwerk. Wenn wir auf die Tradition von Musik generell im 19. Jahrhundert schauen, so können wir sehen, dass so Paraphrasen über Opernthemen überhaupt nicht ungewöhnlich waren. Im Gegenteil, das war eine der populärsten Gattungen überhaupt, die es gab. Und das war auch bei dieser Oper Le Prophet nicht anders. Kurz nach der Premiere in Paris gab es unzählige Arrangements, Transkriptionen, Paraphrasen, die den Markt regelrecht überschwemmten. Einerseits machten die sozusagen Werbung für die Oper, machten die Melodien populär, nahmen also eine Aufgabe wahr, die dann später das Radio oder das Internet übernommen haben. Auf der anderen Seite war es natürlich auch ganz klar eine Möglichkeit, Geld zu machen aus der Popularität der Oper. Auch Liszt hat kurz nach der Premiere der Oper damit angefangen. Er schrieb im Sommer 1849 drei Stücke für Klavier, die er Illustration du Prophet nannte, also Illustrationen zum oder aus dem Propheten. Er schickte diese Kompositionen kurz darauf an Breitkopf und Hertel, seinen Verlag oder einen seiner Verlage. Und diese Kompositionen kamen dann auch heraus im Frühjahr 1850. Liszt schrieb dann an Breitkopf und Hertel, dass er jetzt eigentlich damit seinen Beitrag zu dieser Oper für beendet erachte, auch in Anbetracht der zahllosen anderen Bearbeitungen, die da erschienen sind. Mehr als ein halbes Jahr später schreibt er nun mehr oder weniger out of the blue ein Orgelwerk über ein Thema aus dieser Oper. Das ist mit verschiedenen rätselhaften Dingen verbunden. Zunächst einmal, warum schreibt er ein Orgelwerk? Es ist sein erstes Orgelwerk. Wir wissen um sein Interesse, sein generelles Interesse für das Instrument, auch aus früherer Zeit. Aber wir wissen nicht genau, warum er ausgerechnet jetzt damit anfängt. Es ist interessant, dass in Liszts Korrespondenz ein Name auftaucht, eines Organisten namens Ferdinand Bräunung, der irgendwie im Zusammenhang zu stehen scheint mit dieser Komposition. Aber der Name taucht zweimal auf und danach nicht mehr und wir wissen nicht genau, was es ist. Dann die zweite Frage.
Liszt schreibt ja nicht nur einfach irgendein Orgelwerk, sondern er schreibt ein Orgelwerk von geradezu gigantischen Ausmaßen. Das Werk dauert 45 Minuten und es ist nicht einmal nur die Länge, sondern es ist ein Werk, das an Komplexität kaum zu überbieten ist. Liszt nimmt dieses Thema von Meyerbeer, er wandelt es rhythmisch ein wenig um und er formt die ganzen 45 Minuten aus diesem einzelnen Thema heraus. Es gibt kein Seitenthema in dem Stück. Es gibt, mit Ausnahme von ein paar Überleitungstakten, keinen Takt in dem ganzen Werk, der sich nicht direkt auf dieses Eingangsthema zurückführen ließe. Also eine Wahnsinnskomposition, die absolut auf derselben Höhe steht wie die Klaviersonate, wie die sinfonischen Dichtungen, wie die Anne de Pèlerinage und andere Werke, die er in dieser Periode geschrieben hat. Auf diese Fragen haben wir auch keine Antwort, und worauf wir auch keine Antwort haben, ist, warum nimmt er, wenn er schon so ein großes Orgelwerk schreibt, nicht ein eigenes Thema, sondern nimmt dieses Thema aus einer Oper, also für ein Orgelwerk, das kirchlich konnotiert ist durch das Instrument, nimmt er ein Thema aus einer Oper? Das sind alles Fragen, die man eigentlich nicht beantworten kann, aber die doch da sind und die diese Entstehung so ein bisschen mysteriös machen. Wie dem auch sei, Liszt beendet das Werk am 30. Oktober 1850 und aus ebenfalls unbekannten Gründen wartet er über ein Jahr, bis er es dann auch an Breitkopf und Härtel zur Publikation einsendet. Diese Publikation erfolgt dann im Sommer vermutlich des Jahres 1852, und zwar in einer ebenfalls einzigartigen Doppelnotation als Orgelwerk und vierhändiges Klavierwerk. Das ist also übereinander geschrieben in der Erstausgabe. Es ist recht mühsam, das zu lesen, und eine Art Unikat in der Klavierliteratur. Es scheint, dass Liszt unmittelbar, nachdem das Werk veröffentlicht worden ist, nach Möglichkeiten gesucht hat, es aufzuführen. Er selbst hat ja keine Orgel oder nur marginal Orgel gespielt, und so hat er die Zusammenarbeit gesucht mit einem seiner Schüler. Und zwar war dies Alexander Winterberger, der schon sehr früh und in jungem Alter zu Liszt nach Weimar kam, um dort Klavier zu studieren. Er muss ein exzellenter Pianist gewesen sein und er hatte eben auch dieses Interesse an dem Instrument Orgel, hat Orgelstunden genommen in Weimar und so weiter. Und dies ist nun der Beginn einer jahrelangen Zusammenarbeit zwischen Franz Liszt und seinem Schüler Alexander Winterberger. Die beiden haben, wie wir wissen, aus Berichten stundenlang zusammen an der Orgel zugebracht und haben vor allem Ad Nos, später dann auch andere Werke, zusammen einstudiert. Erste so halb öffentliche Aufführungen sind für den Herbst 1852 durch Alexander Winterberger bezeugt. Und dann kam es eben 3 Jahre später, dann 1855, zu dieser berühmten Aufführung im Merseburger Dom. Es war dies das Einweihungskonzert der damals neuen Ladegastorgel, ein großes, viermanualiges Instrument, das am 26. September 1855 stattgefunden hat. Liszt ist mehrere Male mit Winterberger nach Merseburg gefahren, um das Stück einzurichten. Er berichtet, dass er es nuanciert habe, womit er die Registrierung meint, und es ist davon auszugehen, dass auch die Interpretation sehr intensiv gemeinsam am Orgelspieltisch in Merseburg erarbeitet worden ist. Demnach kann diese Interpretation, die Winterberger dann am Einweihungskonzert geleistet hat, als wirklich authentisch gelten und den Ideen und Wünschen von Franz Liszt entsprechend. Das Konzert hat dann stattgefunden und danach gab es viele Presseberichte, persönliche Berichte, Briefe, auch von Liszt selbst, und die alle loben in den höchsten Tönen die Leistung von Alexander Winterberger. Liszt sagt sogar, dass Winterberger seine Füße gebrauche,
wie andere nicht einmal ihre Hände zu gebrauchen wissen, und gibt dadurch seiner großen Anerkennung für die Leistung von Winterberger Ausdruck. Etwas später erscheint ein Aufsatz von Hans von Bülow über Alexander Winterberger und das moderne Orgelspiel, wie er es nennt, wo er von einer Revolution des Orgelspiels spricht. Einige Zeit nach diesem Konzert hat Winterberger weitere Konzerte in Merseburg gespielt, das nächste dann im Frühjahr 1856. Dort wurde das Präludium und die Fuge über B.A.C.H. von Franz Liszt uraufgeführt. Liszt hatte zunächst vorgehabt, eigentlich dieses Stück für das Einweihungskonzert im Merseburger Dom zu beenden, weil er wahrscheinlich dachte, eine Hommage an Bach ist diesem Anlass wirklich entsprechend. Er brachte das Stück dann nicht fertig und stattdessen wurde eben Ad Nos aufgeführt. Aber die Uraufführung von B.A.C.H. hat sich dann eben wenige Monate später ereignet. Ebenfalls im Jahr 1856 ging Winterberger auf eine größere Tour nach Holland. Er hat dort Ad Nos und B.A.C.H. und andere Werke aufgeführt, wiederum mit sensationellem Erfolg. Die Zeitschriften und Zeitungen in Holland sind in dieser Zeit voll von Berichten über Winterberger und sein Orgelspiel. Von da an hat das Werk dann seine Reise angetreten in das 19. Jahrhundert hinein. Ab den 1880er Jahren war es fester Bestandteil des Orgelrepertoires und vor allem hat es als Komposition einen ungeheuren Einfluss ausgeübt auf spätere Komponisten wie zum Beispiel César Franck oder Max Reger oder auch andere, weil es eigentlich zum ersten Mal in der Geschichte der Orgelmusik den sinfonischen und den pianistischen Aspekt in unglaublich prominenter Weise mit dem Orgelspiel verbunden hat. Nun ist natürlich eine zentrale Frage und eine interessante Frage, wie war denn diese Interpretation im Merseburger Dom, die so im Einklang war mit den Ideen von Liszt? Was hat denn dieser Alexander Winterberger an der Orgel vollbracht, das dazu geführt hat, dass die Leute in so hohen Tönen davon gesprochen haben und noch nach Jahrzehnten davon gesprochen haben, dass das das Gewaltigste sei, was sie je gehört haben und so weiter. Und hier stellt sich nun heraus, wenn wir diese Berichte lesen, die Informationen, die wir haben über diese Aufführung, wenn wir die Dauer nehmen des Stückes, die wir überliefert haben, und die zusammenschauen mit den Informationen, die Liszt selbst uns im eigentlichen Notentext gibt, dass wir dann gewissermaßen eine spektakuläre und außerordentliche Rückschlüsse ziehen können auf die Interpretation und eigentlich diese Rückschlüsse eine ganz präzise Anschauung davon vermitteln, wie diese Interpretation ausgeschaut hat und was die Faktoren waren, die in dieser Interpretation maßgebend sind. Was das genau gewesen ist und wie das ausschaut, darüber werde ich im nächsten Teil sprechen. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und liked und auch die Glocke drückt, damit ihr immer informiert seid über die neuesten Veröffentlichungen.